Oh, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft Pocket Edition. Ja, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, ist auch schon etwas her. Und so wie es aussieht, spiele ich auch gerade mal ohne Texture Pack. Verzeiht mir das Ganze bitte. Das hat folgenden Grund. Es kam gerade irgendwie so ein Pseudo-Update raus. Ja, und das Ganze hatte zur Folge, dass ich noch nicht irgendwie das neue Update installieren konnte. Oder ich weiß gar nicht, was irgendwie neu sein sollte. Also irgendwas sollte neu gewesen sein in dem Update. Aber ich habe bis jetzt noch nichts Neues entdeckt. Vielleicht habe ich auch irgendwas nur falsch gemacht. Jedenfalls gehen wir erstmal schlafen. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe mal in Drachis Bett. Nein, ich kann nur nachts schlafen. Ja, und ich habe diese Pseudomod rausgehauen, weil die irgendwie... ja, langweilig wurde und da kamen immer so komische Zeichen. Ja, jetzt in der jetzigen Folge wollte ich mich mal drum kümmern, Folgendes zu machen. Folgendes, ihr wisst, Folgendes. Erstmal ein bisschen Hühnchenmampfen, so, damit wir ein bisschen Gesundheit regenerieren. So, gucken, was haben wir denn hier drin? Ich muss mal sagen, ich bin total ahnungslos, habe keine Ahnung, was wir machen. Hier haben wir Schneebälle, brauchen wir jetzt nicht. Gunpowder, noch irgendwelche Mobdrops. Gucken wir unten mal rein. Hier haben wir noch ein bisschen Weizen. Da unten haben wir Brot drin, das brauchen wir nicht. Ja, jetzt habe ich mal wieder gegen das Mikrofon gepustet. Super Idee. Ja, dann haben wir eine Schaufel. Eine Schaufel haben wir. Das brauchen wir. Und zwar wollen wir uns ja einen Mob-Spawner bauen. Die Frage ist nur, wo soll der Ganze stehen? Ich habe überlegt, dass wir diesen Berg hier abtragen. Diesen Berg hier, seht ihr? Den hier. Und damit würde ich vorschlagen, fangen wir doch gleich mal an. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es läuft. Die letzte Folge, das war Nummer 12, hieß ja Vorbereitungen treffen oder irgendwie sowas, was weiß ich. Ist ja auch schon wirklich, muss ich sagen, für mich eine Zeit lang her, dass ich Minecraft aufgenommen habe. Da ich in letzter Zeit einfach irgendwie ein bisschen, ja nicht die Lust verloren. Denn Minecraft macht mir persönlich ja immer noch sehr riesen, also nicht sehr viel, sondern einen Riesenspaß. Aber ich muss persönlich sagen, es gab gerade zu viele Spiele und zwar habe ich ja jetzt MacPixel fertig gemacht. Also es sind zwar nur 4 Parts geworden, weil ich hatte einfach keinen Bock. Das, was ich hätte machen müssen, um weiterzukommen, war mir doch zu anstrengend und ich habe letztlich das, was da war, habe ich ja gespielt, aber der lädt, der ist jetzt mir zweimal beim Upload abgebrochen und dann habe ich mir aus Frust gesagt, nee, nimmst du erstmal wieder was auf, bevor du jetzt hier nochmal was uploadest. Da ich dann einfach die Zeit sinnvoll nutzen will und nicht mein iPad hier liegen lassen haben will, Bums, Dings, ja. Ja, was ich auch mal sagen wollte, also ich bearbeite jetzt meine Videos und lade die auch hoch mit Avid Studio. Das ist eine kostenlose Applikation fürs iPad und auf jeden Fall habe ich sie kostenlos bekommen. War gerade so ein Angebot. Da gibt es auch eine neue Version, die nennt sich Pineapple Studio, aber dazu braucht man iOS 5.1.1 mindestens. Und da ich dazu aktualisieren müsste, ich ja den Jailbreak wegmachen, beziehungsweise würde der automatisch weggehen. Und da ich Angst habe, iPod zu jailbreaken geht ja relativ einfach, aber darüber will ich jetzt eigentlich gar nicht reden, nur beim iPad war es bis jetzt irgendwie komplizierter bei mir. Ja, und aus Angst, dass ich dann das nicht hinkriege, bin ich jetzt mit meinem iPad nur auf Version 5.0. Ja, dies hat zur Folge, dass ich einfach so gewisse paar Sachen nicht hab. Und bestimmte Apps, ich glaube so ein paar neue, nicht nutzen kann, aber das stört mich relativ wenig, so wie Keynote Pages und Numbers und so, die kann ich leider nicht nutzen, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht auf der neuen iOS-Version bin. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt auf iOS 6 aktualisieren sollte, weil das, was da jetzt neu war, schien mir jetzt nicht so, dass ich sage, boah, dafür sollte ich jetzt aber unbedingt mal aktualisieren. So, jetzt muss ich nur überlegen, wie habe ich das denn gemacht? Und zwar will ich jetzt als erstes mal, hier setzen wir jetzt als erstes mal Erde hin, haben wir jetzt ja auch genügend gefarmt. Und zwar muss ich ja jetzt diesen Tötungsapparat bauen. Da ich, soweit ich weiß, nicht geplant ist, dass hier Experience Points eingefügt werden, muss ich mir auch darum keine Sorgen machen, sondern es geht mir hier einzig und allein um die Mob Drops.
So, und diese kriege ich auch so, indem die Mobs einfach nur sterben. Und da muss ich mir keine lästigen Gedanken machen zu, ach, wie töte ich die gerade mal, also dass sie eben noch gerade mal nicht sterben, nur damit ich jetzt dann eben die Experience Points kriege. Also, wie gesagt, darum geht es jetzt gar nicht. Es ist hier einfach nur ein einfacher Mob-Spawner, der die Mobs töten soll, damit ich schön die Drops kriege. So. Was wir vielleicht auch mal machen sollten, ist irgendwie hier so einen Aufgang bauen. Irgendwie einen sicheren, damit ich hier, ja, ich wollte ja eigentlich da unten, da wo unser Abfluss ist, wollte ich ja auch Leitern hinbauen oder dort irgendwie in die Nähe, so, wisst schon Bescheid. Ja, und was wir jetzt machen müssten, ist, wir müssen nochmal in die andere Welt gehen und, oder ich müsste nochmal schauen, wie das denn auszusehen hat. Autsch, das hat wehgetan, aber, naja, man muss eben Opfer bringen für seine Ziele, und zwar, hier können wir ja auch mal ausfüllen, das ist ja hier auch irgendwie. Ach, nee, den wollte ich jetzt da nicht haben. Wir wollen hier alles schön mit Erde machen, damit schön naturell aussieht. So, ich weiß, hier mal ein Creeper hochgegangen. Nee, Creeper gab es ja damals noch gar nicht. So. So. Ja, also wie gesagt, wir machen jetzt hier. Ich mache so Vorbereitungen, und zur Vorbereitung gehört nun mal auch alles drumrum. Ja, und wenn wir hier fertig sind mit Terraforming, werden wir uns darum kümmern, hier irgendwo den Mob-Spawner hinzusetzen, beziehungsweise müssen wir ja in die andere Welt wechseln, weil ich ja dort das fertige Modell schon stehen habe. So, dann machen wir hier auch noch hin. So, hier auch, damit es immer schön aussieht. Ja, Terraforming gehört nun mal dazu, ob es euch gefällt oder nicht. Und worüber könnte ich eigentlich reden? Ja, also was so an Projekten geplant ist, schreibe ich eigentlich oder habe ich auch auf Twitter immer so schön geschrieben. Aber ich kann es ja noch mal sagen. Also ich habe eventuell vor, wenn es denn klappen sollte, Loom zu spielen. Das ist ein Point-and-Click-Adventure. Problem ist, ich habe bis jetzt nur die iPhone-Version, da ich mir es nur für ein iPod gekauft habe. Und die iPad-Version kostet mal wieder extra. Das finde ich auch richtig nervig, dass sie da nicht einfach eine Universal-App draus machen können. Das ist ja ganz schlimm, besonders bei Square Enix. Also die übertreiben das immer hemmungslos. Da zahlst du dann für die iPhone-Version 15 € und für die andere Version nochmal 15 €. Also Square Enix, die haben echt den Vogel abgeschossen mit ihrem Plan da. So, wie machen wir das? Die Monster kommen hier runter. Wir machen so eine Viereröffnung. Okay, dann können wir ja hier schon mal die Wand hochziehen. Wie gesagt, ich versuche mal, was ich aus dem Kopf kann. Apfel, Apfel, Apfel. Apfel, Apfel, Apfel. Ja, hier müssten wir eventuell auch noch was dran ändern. Ja, ich weiß, ich bin überhaupt nicht konsequent, und konzentrieren war auch, ist auch nicht so mein Ding. Ja, gut, also wie gesagt, wir machen hier die Wand hin. Wir machen es möglichst gleichmäßig. Wie viel haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier. Es sollte eigentlich reichen. Wir brauchen ja nur fünf. Glaube ich zumindest. So, machen wir erstmal hier hin. Das ist jetzt die Rückwand, so, und dann hier irgendwie auf diese, irgendwo hier auf vier Plätze fallen dann die Mobs runter. Ja, so. Vier Plätze. Dann, wie viel haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, sieben, dann machen wir hier noch eins hin. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 1, 2 rübergehen. Dann gehen wir hier 1, 2, dann gehen wir. Ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht konzentrieren. Mann. 1, 2, 3, 4. Genau, hier. Hier fallen die Mobs runter. Dann machen wir hier erstmal zu. Wie lang werden die denn hier fallen? Also machen wir. Was? Es wird schon wieder Nacht? Ich dachte, die haben den Tag und Nacht verlängert. So, ich denke mal, hier reicht. Wir gehen erstmal schlafen. Wir gehen schlafen. Ich mache mir jetzt hier keine Gedanken drüber. Da ist unser fliegender Baum. Der Erdpenis für Drachenbursche. Ja, und genial, wie ich bin, setze ich mal gepflegt ein Cobblestone hin. Wir sollten eventuell ja auch noch mal ein Dach hinsetzen. Ich glaube, ein Dach hat auch noch niemandem geschadet. Schlafen sollst du, leg dich hin. Daran könnten die Macher, also der Developer, Entwickler, können sie da auch nochmal dran arbeiten hier, dass man irgendwie nicht immer nur auf das Ende hier vom Bett zielen muss. Das ist auch schon leicht, leicht nervig, aber nur ganz leicht. So, nee, ich wollte doch hier raus. So, und
zack, runtergefallen, passt perfekt. So, hier können wir schön runtergehen. Leute, lasst mich mal weiter überlegen. Es war dann so in der Mitte, wenn wir hier 4 haben. So, hier haben wir die Mauer, dann kommen hier die 4. Ich setze jetzt einfach mal 4 Erdblöcke hin, damit ich das noch weiß. Ich glaube, das wird sogar, ich glaube, das wird ungerade. Ja, weil die Öffnung ist 5, also die Breite wird 5 sein. Dann machen wir, hier schon mal 2 hoch. Ich glaube, ansonsten muss ich einfach nochmal die Welt wechseln. Aber das mache ich jetzt in diesem Part nicht mehr. Das machen wir dann im nächsten Part. So. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich habe jetzt, es wird auch nur so ein 10-Minuten-Part, aber wenn die Parts kürzer sind, ist ja auch nicht schlimm. Wir treffen hier Vorbereitung, dass ich ein bisschen verplant bin. Müsst ihr mir verzeihen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis dahin. Tschüssen.